Herzlich willkommen bei Österreichs Universitäten. Bei uns geht es heute mehr denn je um Befürchtungen, aber vielleicht auch Hoffnungen. Denn unser Thema heißt die Wirtschaft als neue Heimat der Universitäten? Fragezeichen. Zur Überraschung vieler oder eigentlich fast aller politischer Beobachter in Österreich gibt es seit einigen Monaten kein eigenständiges Wissenschaftsministerium mehr, denn nach den letzten Nationalratswahlen und den darauf folgenden Regierungsverhandlungen hat es sich eben so ergeben, dass die Wissenschaft mit der Wirtschaft fusioniert wird. Wie wird das weitergehen? Wird es ein Diktat der Wirtschaft über die Wissenschaft geben? Darüber diskutiere ich heute mit wissenden und kompetenten Gesprächspartnern. Mir zugeschaltet sind Professor Rüdiger Görner, er ist Literaturwissenschaftler und Germanist, derzeit Gastprofessor an der Universität Salzburg, ursprünglich aber tätig an der Queen Mary University of London. Wir erwarten uns einige wertvolle Einblicke von außen, eben von außerhalb Österreichs. Weiters Rektor Reinhard Kanonier, der Rektor der Kunstuniversität Linz, Musikwissenschaftler und Zeitgeschichtler, dann Bernhard Lahner vom Vorsitzteam der österreichischen Hochschülerschaft und bei mir im Studio sitzt Ministerialrat Herbert Wulz, stellvertretender Sektionsleiter im, ja, wie soll man es denn jetzt eigentlich nennen? Ist das jetzt das Wirtschaftsministerium, das Bundesministerium für Wissenschaft und Wirtschaft? Können Sie uns da gleich eine Auskunft geben? Namen sagen ja doch manchmal viel aus. Ja, ich hoffe doch sehr, dass der Name viel aussagt. Das neue Ministerium wird Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft heißen. Also ganz bewusst wird die Wissenschaft vorangestellt, um ein Signal zu setzen. Die Zusammenführung, die Neuorganisation der Ministerien wurde von manchen ja als negatives Signal aufgefasst. Insbesondere gab es doch auch einige Unruhe in der Scientific Community. Ich glaube, dass es gut ist, hier auch ein Signal zu setzen, dass sich ja niemand fürchten muss, dass die Wissenschaft hier unter die Räder kommt, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass auch dieses neue Ressort seine Chancen hat und sich sehr gut aufstellen wird. Gut, das ist jetzt einmal eine plakative, eine semantische Beruhigung sozusagen, dass die Wissenschaft hier an der ersten Stelle der Bezeichnung steht. Jetzt meine Frage gleich in die Runde. Die Universitätenkonferenz hat von einem Sündenfall gesprochen im Zusammenhang mit der Abschaffung des eigenständigen Wissenschaftsressorts. Fürchten Sie ein Diktat der Wirtschaft über die Wissenschaft in der österreichischen Politik? Ich denke, als Gast gewissermaßen in diesem sehr besonderen Kulturland scheint es wichtig, dass man auf gewisse Zeichen hier achtet, die gesetzt werden. Man kann natürlich auch behaupten, wenn Wirtschaft am Schluss dieses Namens steht, dann liegt die Betonung darauf. Das würde wohl aus metrischem Interesse so aussehen. Aber das nur nebenbei. Es scheint mir wichtig zu sein, dass man erkennt, dass eine solche Zusammenführung natürlich Signalcharakter hat, in alle Richtungen freilich. Und als ich hier in Salzburg darüber las zum ersten Mal, kam es mir doch vor wie eine Art von Selbstanglisierung einer Politik, die wir ja in Britannien tatsächlich seit 2009 beobachten können. Und inzwischen darf man ja auch sagen, dass vor allem die Geisteswissenschaften darunter leiden. Ich denke, das ist das ganz Wesentliche, dass man, abgesehen jetzt von der Frage, was wird da möglicherweise ein Diktat und was nicht, so weit würde ich gar nicht gehen. Aber ich denke, eines ist wichtig, dass man hier die Fakultäten differenziert, dass man sieht, welche Wirkung das Votum der Wissenschaft auf ganz bestimmte Wissenschaftszweige hat. Das ist etwas, was man beobachten muss. Ich kann als Beispiel hier nur nennen, was sich in Österreich ganz anders darstellen kann. Aber für Britannien gilt sicherlich, dass diese Zusammenführung eben bedeutete, dass man die Neuphilologien, dass man die Sprachen relativierte, dass man die Bedeutung der Sprachen deutlich reduzierte, was die Förderung angeht durch staatliche Mittel, was dann eben darin kulminierte, dass der Staat sich de facto
aus der Förderung der Geisteswissenschaften, insbesondere der Neuphilologien, ausgeklinkt hat. Und wenn man Wirtschaft und Wissenschaft in diesem Sinne zusammenlegt, dann heißt das eventuell eben auch, dass man sich womöglich auch im englischen Sinne hier neue Gedanken machen wird über das Thema Studiengebühren. Denn wir sind in England inzwischen so weit, ich betone England und sage hier nicht Schottland, denn dort ist die Situation anders. Wir sind in England so weit, dass das Einkommen der geisteswissenschaftlichen Fakultäten wird tatsächlich determiniert durch den Studiengebührensatz. Also aus unserer Sicht sind natürlich die Befürchtungen berechtigt. Also vor dem Jahreswechsel hat es auch eine Großdemonstration gegeben mit über 10.000 Menschen auf der Straße. Also das Motto war Stillstand verhindern. Und die Signale jetzt, dass Wissenschaft und Forschung in die Wirtschaftsagenten überführt wird, ist eben, wie schon angesprochen, eine große Gefahr, dass eben unter anderem Geisteswissenschaften keinen Platz mehr haben in der Finanzierung. Es zeigt halt auch die politische Landschaft in Österreich, also die Große Koalition dürfte offensichtlich sehr visionslos und zukunftsfeindlich sein. Nur dazu, wenn man bedenkt, dass in der Wissenschaft über 8% eingespart werden müssen und im Bildungsbereich über 13%. Das zeugt ganz klar von einem kurzfristigen Denken. Und gerade in Zukunftsfragen ist eigentlich überhaupt nicht legitimiert, dass man eben in den Bereichen spart und so umgeht damit. Und es hat die Signale gegeben von den Universitäten mit den schwarzen Fahnen. Die UH-Bundesvertretung hat einstimmig eine Resolution beschlossen und die Menschen waren auf der Straße und haben kundgetan, dass sie große Befürchtungen haben. Man mag die Situation in England sehr kritisch verfolgen. Gerade auch aus einer kontinentaleuropäischen Perspektive muss man aber sagen, hier sind die Dinge doch ganz anders gelagert als gerade in Österreich. Wie Sie wissen, gerade die Studiengebührenfrage ist in England eine sehr wesentliche. Es werden sehr hohe Studienbeiträge erhoben. Diese Diskussion ist in Österreich vom Tisch und auch die bisherige Debatte über Studienbeiträge ist nie in diese Dimensionen hineingegangen. Also es ist nie darum gegangen, dass sich der Staat aus der Finanzierung bestimmter Fachbereiche herausnehmen würde und dass man das komplett durch private Mittel ersetzen würde. Diese Diskussion haben wir in Österreich gar nicht geführt und ich bin ganz sicher, dass wir sie auch in Zukunft nicht führen werden. Also insofern glaube ich, dass dieser Vergleich nicht ganz zulässig ist und ich hätte auch keinerlei Befürchtung, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften hier unter die Räder kommen, wie es von manchen befürchtet wird. Ich sehe das irgendwie ambivalent. Auf der einen Seite ist es völlig klar, dass die Auflösung eines eigenen Wissenschaftsministeriums einem europäischen Trend, wenn man so will, eigentlich widerspricht. Selbst in kleinen Ländern, von Kosovo bis Lettland, gibt es ein eigenständiges Wissenschaftsministerium. Und das ist ein Signal auf der symbolischen Ebene, das wirklich katastrophal ist, ja, weil es einfach den Stellenwert von Wissenschaft und Forschung in einer bestimmten, in einer Gesellschaft reduziert. Also das ist einfach ein Faktum, dass wenn ein Ministerium aufgelöst wird, zumindest auf der symbolischen Ebene, dass damit eine gewisse Geringschätzung ausgedrückt wird. Zum anderen ist die Angleichung oder die Einbindung in das Wirtschaftsministerium natürlich auch, wie schon gesagt wurde, ein starkes inhaltliches Signal, unabhängig jetzt von den Personen, von den handelnden Personen, beispielsweise des früheren Wirtschafts- und jetzt Wirtschafts- und Wissenschaftsministers. Die Nagelproben, die werden erst kommen. In Wahrheit ist dieser Prozess auch auf europäischer Ebene ambivalent. Auf der einen Seite gibt es seit Jahren einen stärkeren Druck auf die Geisteswissenschaften, auf die Kunst, auf die Kultur, durch diese fortschreitende Ökonomisierung. Und auf der anderen Seite aber sieht man, dass doch die Eigenständigkeit von Wissenschaft und Forschung, insbesondere auch die Grundlagenforschung, auf bestimmter politischer, staatlicher Ebene sehr wohl anerkannt wird, nämlich dort, wo eben es eigenständige Ministerien gibt. Das scheint ein ambivalenter Vorgang zu sein, den ich traue mich nicht, da jetzt wirklich eine Prognose zu stellen. Es gibt auch keine Befürchtung jetzt in dem Sinn, dass die, da stimme ich Ihnen, Herr Wulff, schon zu, dass es
den Geistes- und Sozialwissenschaften ganz schlecht gehen wird. Ich nehme natürlich jetzt auch die Kunstuniversitäten hinein. Welchen Stellenwert hat Kunst und Kultur in einer Gesellschaft, gerade in einer Gesellschaft wie Österreich, das sich ja als Kulturnation bezeichnet? Also da sind wir alle sehr gespannt auf die Nagelprobe, die dann folgen wird, wenn es wirklich darum geht, die staatliche Förderung nicht nur zu reduzieren, sondern sogar auszuweiten. Und es ist nicht ganz richtig, dass es keine Debatte gibt über den privaten Anteil an der Finanzierung. Diese Debatte gibt es, seit ich als Rektor tätig bin. Das ist eigentlich seit der letzten, also seit 2000, 2001 gibt es diese Debatte, und es gibt immer die Klage seitens des Ministeriums, dass der Anteil der privaten Finanzierung der Universität in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern zu gering ist. Das mag jetzt schon stimmen, das ist natürlich auch von Branche zu Branche sozusagen sehr unterschiedlich, aber diese Debatte gibt es. Was nicht bedeutet und nicht heißen soll aus meiner Sicht, dass man sich nicht bemühen sollte, diesen Anteil zu erhöhen. Also in diesem Punkt bin ich ganz bei Ihnen, und ich glaube, das ist auch gut, wenn man das hier in der Diskussion noch einmal nachschärft. Natürlich ist es gut, wenn es auch entsprechende private Finanzierungsanteile gibt, aus welchen Quellen sie immer kommen. Mein Punkt war nur der, die Befürchtung, Behauptung, Diskussion, dass jetzt der Staat sich völlig zurückziehen würde aus der Finanzierung, aus der öffentlichen Finanzierung von Kunst, von Forschung, von Wissenschaft, von Studium, das ist einfach nicht richtig, und ich glaube, das muss man schon noch sehen. Und in dem Sinne, glaube ich, ist auch das Wording, was die neue Ressortstruktur betrifft, wichtig. Ich würde nicht meinen, dass man sagen kann, das Wissenschaftsministerium wurde aufgelöst, wie es jetzt immer wieder auch durchklingt, keineswegs. Das gibt es nach wie vor. Ja? Und es hat nach wie vor die gleiche Funktionalität wie vor wenigen Monaten. Der einzige Punkt ist, wir haben eine neue Struktur, und die Herausforderung sehe ich jetzt eher darin, aus dieser neuen Struktur auch positive Impulse zu kriegen. Wenn ich nur einen Punkt sagen darf, gerade die Rektorenschaft hat immer wieder beklagt, dass die Forschungsagenten auf Ebene der Bundesregierung sehr stark zersplittert sind. Wir haben jetzt zumindest teilweise eine Zusammenführung. Jetzt mag man einwenden, gut, es ist noch immer nicht alles zusammengeführt, was eigentlich inhaltlich zusammengehört. Aber immerhin, ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist gemacht. Und ich denke, es geht jetzt auch darum, diese positiven Aspekte aus dieser Neuregelung einfach auch zu generieren. Ich meine, der Staat hat ja die Aufgabe, Bildung und den tertiären Sektor zu finanzieren, und kann sie auch von der Aufgabe nicht rausnehmen. Wie das mit privaten Mitteln dann aussieht, ist eine andere Sache. Da geht es, glaube ich, ganz wesentlich um die Rahmenbedingungen, inwieweit Wissenschaft und Forschung und auch die Lehre unabhängig von den privaten Interessen agieren kann. Und das ist, glaube ich, eines der großen Gefahren, und die Rahmenbedingungen muss man sich ganz klar überlegen, bevor man dann voll stark in das Thema reingeht. Also wir sind das schon sehr kritisch und befürchten schon, dass Einflussnahmen nicht abgewehrt werden können. Ich denke, bei der Diskussion ist ja auch sehr wesentlich, dass man keine künstlichen Barrieren aufbaut gegenüber privaten Mitteln. Das wäre absurd. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch so, dass, wie der Rektor Kamen ja auch gesagt hat, der europäische Kontext hier zu berücksichtigen ist. Jeder Schritt, der gerade in der Wissenschafts- und Forschungspolitik unternommen wird, in nationalem Rahmen, denke ich, hat einen dezidiert europäischen, ich will gar nicht sagen globalen Kontext. Und diese Kontexte muss man bedenken. Und da, finde ich, ist die Signalwirkung, die nun ausgerechnet von einem Land ausgeht, das ja eine sehr spezifische Funktion hat im Vernetzen von auch kulturellen Strömungen natürlich innerhalb Europas, war diese Signalwirkung eben doch sehr stark und nicht unbedingt willkommen. Ich denke, das kann man schon sagen. Und man sieht dann eben doch, dass die in dieser Hinsicht zumindest, was die Strukturen angeht, gibt es dann doch eine etwas auffallende und sehr seltsame Allianz in Anführungszeichen zwischen dem, was England vorgelegt hat und was nun auf institutioneller Ebene in Österreich zumindest spürbar ist. Ich bin vollkommen auch der Ansicht der anderen Diskutanten, dass man zunächst einmal schauen muss, was das erbringt. Nur man sollte sich, glaube ich, klar werden, was ein solcher Schritt in der Endkonsequenz bedeuten kann. Es geht hier nur darum, gewissermaßen die Zeichen an der Wand zu lesen.
Es geht nicht darum zu sagen, die Situation in England ist so wie in Österreich und umgekehrt, ganz und gar nicht, natürlich nicht. Die Voraussetzungen sind völlig andere, kultureller Art, historischer Art, fraglos. Aber es scheint mir ganz wesentlich zu sein, dass wir uns klar machen, wie eine solche Entwicklung, die in dieser Hinsicht schon eine Vereinigung von Wirtschaft und Wissenschaft vornimmt, und zwar dann für alle Bereiche, wie das im gesamteuropäischen Kontext aussieht. Der andere Ansatz, der, glaube ich, hier ebenso wichtig ist, natürlich braucht die Wirtschaft die Wissenschaft. Umgekehrtes hat sich entwickelt. Aber primär, und ich glaube, die ganzen Erfahrungen, die die Wirtschaft, die Privatwirtschaft gemacht hat in letzter Zeit, sagen wir mal seit 2008, 2009, zeigen ja, dass eine Wirtschaft, die sich nicht auf eine kritische Begleitung der Inhalte berufen kann, beziehen kann, Probleme bekommt. Ich würde da ganz gerne anknüpfen, wenn ich darf, an Herrn Görner, weil da ganz ein wichtiger Punkt angeschnitten wurde, nämlich die Kontextualisierung des Verhältnisses von Wirtschaft und Wissenschaft bedeutet ja auch eine Vordefinition von, was ist denn eigentlich Wirtschaft und wie wird dieses Verhältnis eigentlich bestimmt. Und gerade in diesem Bereich, finde ich, wird das immer viel zu kurz gesehen, auch in Österreich. Also eine Kontextualisierung würde bedeuten, dass man sagt, gut, also Wissenschaft hat nicht nur unmittelbar in der angewandten Wirtschaft, also als angewandte Wissenschaft für die Wirtschaft eine Bedeutung, sondern selbstverständlich haben auch Bereiche wie zum Beispiel Kulturwissenschaft oder andere Geisteswissenschaften eine eminente Bedeutung. Also ich erinnere mich noch gut an die Diskussion um die Orchideenfächer damals, als gesagt wurde, naja, was hat das für einen Sinn, Chinesisch zu lernen oder geschweige denn Arabisch zu lernen. Also 10, 15 Jahre später sieht diese Kontextualisierung ganz anders aus und man sieht, wie ganz wichtig scheinbare Orchideenfächer sind in diesem Gesamtkontext des Verhältnisses von Wirtschaft und Wissenschaft. Und da bedarf es zweier Voraussetzungen und die wichtigste von diesen beiden, meiner Meinung nach, ist die erste und das ist die absolute Unabhängigkeit für eine Grundlagenforschung von der Wirtschaft. Ohne dem kann auch die angewandte Forschung all along meiner Meinung nach nicht funktionieren und der Bereich der angewandten Forschung, der muss meiner Meinung nach so gestaltet werden und auch da müssen wir sehr genau drauf schauen in der Zukunft, dass das absolut transparent vor sich geht, dass die Transparenz von der Frage der Stiftungsprofessuren, der Drittmittelfinanzierten und so weiter wirklich ganz klar und nachvollziehbar am Tisch liegt. Wir haben jetzt sehr viel über Kultur- und Geisteswissenschaften gesprochen. Herr Rektor Kanoni hat es jetzt ins Spiel gebracht. Die andere Diskrepanz ist ja die zwischen Grundlagenforschung und Auftragsforschung. Und das betrifft also wohl auch Naturwissenschaften, das betrifft auch die Technik. Jetzt meine Frage an Heribert Wulz, ist es nicht doch so, dass, ich meine, keiner wird glauben, dass sich der Staat vollkommen zurückzieht, die öffentliche Hand vollkommen zurückzieht und hier britannische Verhältnisse hoch zwei schafft. Das, glaube ich, wird niemand ernsthaft befürchten. Aber ist es nicht doch so, dass durch eine Umschichtung der Gewichtung ganz generell die Auftragsforschung zugunsten der Grundlagenforschung an Bedeutung zunimmt? Also zunächst einmal würde ich verschiedene Forschungsbereiche nicht gegeneinander ausspielen, sondern ich würde die Innovationskette brauchen, wo wir jedes einzelne Glied natürlich brauchen. Wir brauchen die unabhängige, kritische Grundlagenforschung, die primär mal nicht zweckgerichtet, sondern erkenntnisgerichtet ist. Wir brauchen dann aber auch natürlich angewandte Forschung bis hin zur Entwicklung. Alles das brauchen wir. Was ich überhaupt nicht sehe, ist eine Gefahr, dass der Staat jetzt die kritische, erkenntnisorientierte Grundlagenforschung nicht mehr finanzieren würde. Ja, diese Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Und es gibt ja ganz klare Signale auch in eine positive Richtung. Wenn ich sagen darf, es wird der Fonds für wissenschaftliche Forschung im heurigen Jahr und im nächsten Jahr eine schöne Budgetsteigerung sehen. Das heißt, gerade auch hier in diesem ganz wichtigen Bereich der Grundlagenforschung wird es Investitionen geben und diese Umgewichtung, die hier ein bisschen im Raum steht oder ein bisschen herangezogen wird, so quasi, es wird alles nur mehr in die Anwendungsorientierung, die sehe ich einfach nicht und es wäre ja auch falsch, denn am Ende des Tages, die wirtschaftsnahe Forschung verhungert, wenn sie nicht die Grundlagenforschung als Voraussetzung notwendigerweise auch hat.
also sehr kritisch ist schon zu betrachten, dass ein ganzer Lehrgang in Leoben von Drittmitteln finanziert wird. Und da stellt sich schon die Frage, wie weit dieses Bachelorstudium unabhängig in der Lehre und in der Forschung bestehen kann. Drittmittel sind recht und schön, aber nur müssen die Rahmenbedingungen passen. Und der Staat wird nicht von der Aufgabe befreit werden, die Hochschulen auszufinanzieren. Ich meine, wir sind weit unter die 2% des BIPs und es besteht schon die Gefahr und die Befürchtung, dass die Drittmittelfinanzierung das Einsparungspotenzial des Staates irgendwie stützen muss. Und das kann nicht sein und die Befürchtungen sind berechtigt. Jetzt ist es aber so, dass die Bundesregierung ja für alle Ressorts die Ermessensausgaben gekürzt hat, zurückgestutzt hat. Und einer der größten Brocken entfällt dabei auf die Wissenschaft. 42 Millionen Euro sollen ihr entzogen werden. Wie verträgt sich das denn mit dem vollmundigen Versprechen der Politik? Wissenschaft und Forschung sollten eigentlich Priorität bekommen. Ja, zunächst ist es einmal schmerzlich, dass hier der Wissenschaftsbereich auch einen Beitrag zur Konsolidierung leisten muss. Auf der anderen Seite würde ich schon zwei Dinge sehen. Ja. Soweit ich das überblicke, wird es durchaus möglich sein, im Wissenschaftsbereich, im Wissenschaftsministerium, diesen Sparbedarf so darzustellen, dass in laufenden Programmen keine spürbaren Einschnitte da sein werden. Sie werden versuchen, durch Verwaltungsreformen und durch ein wenig den Griff auch in Rücklagen, das darzustellen. Der viel wichtigere Punkt aus meiner Sicht ist die Frage, wie wird sich der Finanzrahmen des Bundes in den nächsten Jahren gestalten? Das scheint mir viel wichtiger als jetzt die Frage, müssen wir jetzt kurzfristig etwas einsparen oder nicht? Und da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass es hier einen positiven Schritt geben wird. Bundesminister Mitterlehner hat ja wiederholt bereits zugesichert, dass er sich sehr dafür einsetzen wird, dass der Haushaltsrahmen des Bundes für die nächsten Jahre, insbesondere für die nächste Leistungsvereinbarungsperiode der Universitäten so gestaltet wird, dass wir da auch zu dem Ziel weitergehen können, dass die Bundesregierung ja erneut auch für die Universitätsfinanzierung, für die Hochschulfinanzierung festgelegt hat, nämlich 2% des BIP dafür aufzuwenden. Dieses Ziel ist nach wie vor bestehend und es wurde im Regierungsprogramm neuerlich bekräftigt. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass das mittel- und längerfristig sich positiv darstellen wird. Also ich denke, es ist ausgesprochen erfreulich zu hören, wenn der Ministerialrat sagt, dass eben gerade die Grundlagenforschung jetzt nicht zu leiden hat. Wie gesagt, es gibt dazu andere Beispiele, in diesem Fall außerhalb Österreichs, wo die Dinge dann anders sich entwickelt haben. Aber die andere Dimension dieses Problems ist ja wohl auch die, dass, und das wurde angesprochen von Herrn Rektor Kanonier, die Notwendigkeit, mittel- und langfristig zu planen. Ich denke, das Verhängnisvolle in jeder Form von Forschungs- und Wissenschaftspolitik ist die Kurzatmigkeit, ist ein Denken, das zum Beispiel in England dazu geführt hatte, dass man unmittelbar nach dem Fall des Eisernen Vorhangs plötzlich überall russische Departments gründete und dann feststellte, so ungefähr um 1995, 97, das ist nicht mehr im Trend. Und ein Großteil dieser Abteilungen wurde dann wieder geschlossen. Wiederum ein Extrembeispiel, aber ich komme nun mal aus einem Land der Extrembeispiele und dort konnte man eben ablesen, man kann es nicht nur in den Philologien ablesen, sondern auch in anderen Bereichen, was diese Form von Kurzfristigkeit und Kurzatmigkeit in der Perspektivierung von Forschungspolitik bedeuten kann. Dass es da einen Unterschied gibt zwischen, sagen wir mal, einer Anforderungsanpassung im Bereich etwa der Lehre, die kurzfristiger sein mag, ist das eine. Aber ich denke, wenn wir nach wie vor davon ausgehen und alle Leistungsvereinbarungen, die ich in diesem Land gelesen habe, deuten ja darauf hin, dass man nach wie vor festhält an einem Zusammenhang von Forschung und Lehre, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man keine Zweigleisigkeit, keine zwei Geschwindigkeiten aufkommen lässt,
zwischen einer eher kurzatmigen, sozusagen von einem Jahr zum nächsten oder von einer Legislaturperiode zur nächsten bestimmten Forschungspolitik und dann wiederum die großen Ziele gewissermaßen außer Acht lässt, die ja Teil von Zielvereinbarungen ohnehin sind. Sie sind ja in diesem Land bereits in der dritten Dekade von Leistungsvereinbarungen. Und ich denke, von außen betrachtet sind die Ergebnisse von dieser Art der gemeinsamen Forschungspolitik durchaus positiv zu werten. Vielleicht zwei, drei Bemerkungen noch zu dem vorhin Gesagten. Herr Lahner, natürlich teile ich Ihre Sorge, was die Abhängigkeit betrifft, wenn bestimmte Lehrstühle und so weiter ausschließlich drittmittelfinanziert, industriefinanziert sind. Das meinte ich mit Transparenz. In dem Moment habe ich keine Sorge mehr, wenn ganz klar ist, das Ziel, das damit verbunden ist, nämlich die Ausbildung von ganz bestimmten Spezialistinnen und Spezialisten für bestimmte Bereiche und so weiter. Das ist die eine Geschichte. Und die Eigendynamik des Verhältnisses von Wirtschaft und Wissenschaft, wenn nicht steuernd eingegriffen wird, geht eindeutig in diese Richtung. Weil letztlich ist es eine Frage der gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Wer hat die Definitionsmacht darüber, was ist eine Wertschöpfungskette? Ich höre immer, eine Wertschöpfungskette beginnt bei der Innovation, nämlich in der Produktinnovation und so weiter und so weiter. Ich habe ein ganz anderes Verständnis von Wertschöpfungskette. Die beginnt meiner Meinung nach selbstverständlich in der Ausbildung, die wäre viel breiter zu fassen. Und da bedarf es einer ganz bewussten Gegensteuerung in Richtung eben Grundlagenforschung. Also Herr Wulz, ich bin auch absolut gegen ein Auseinanderdividieren von Grundlagenforschung oder angewandter Forschung, weil ich beide als Teil einer, meinem Verständnis nach, Wertschöpfungskette sehe. Nur bedarf es da absolut einer öffentlichen, von der öffentlichen Hand unterstützten und geförderten eine Gegensteuerung, ja, zu der Eigendynamik, die entsteht, wenn man Wissenschaft und Wirtschaft sich selber überlässt. Übrigens, das war ein freudscher Versprecher in gewissem Sinne, ließe sich vielleicht sogar mit einem kleinen Augenzwinkern auch auf das Verhältnis von Kunst und Wirtschaft übertragen. Aber diese Eigendynamik ist ja nicht etwas, das nicht auch von den Universitäten gestaltbar wäre. Ja? Wenn Universitäten Finanzierungen bekommen von externen Geldgebern, dann liegt es ja an ihnen, wozu sie sich verpflichten, welche Standards sie weiterhin beachten, welche Transparenzregeln sie einhalten und so weiter. Also insofern, es ist ja nicht so, dass die Wissenschaft hier der Wirtschaft völlig ausgeliefert wäre, sondern sie kann ja hier auch als berechtigter, gleichberechtigter Partner auftreten. Das Grundproblem und das Spannungsverhältnis zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ist ja wohl auch darin begründet, dass Wirtschaft gar nicht anders kann, als nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis zu fragen. Forschung kann sich, natürlich auch die Lehre, nur sehr bedingt einer solchen Forderung unterwerfen. Wir wissen alle, dass sehr bedeutende Ergebnisse in der Forschung, in der Wissenschaft, gerade dann erzielt wurden, wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis eben erst zweitrangig war und es bei der Förderung, auch bei der Förderung durch private Förderer, durch private Sponsoren, wenn es darum ging, Freiräume zu schaffen, Zeit zu schaffen für die Forschenden. Das Problem ist natürlich auch dadurch akzentuiert, dass man sich fragen muss, wo geschieht Forschung? Und das hängt eben nun mal bekanntermaßen von den Fakultäten ab, das hängt von den Bereichen ab. Wie steht es zum Beispiel mit den Möglichkeiten für unabhängige Forschungsinstitute? Wie steht es mit den Finanzierungsmöglichkeiten, Mischfinanzierungsmöglichkeiten von Forschungsinstituten, die sozusagen halbstaatlich sind, halb privat? All diese Fragen sind ja, und wiederum gilt hier der europäische Kontext, all diese Fragen, glaube ich, spielen unmittelbar herein in die Art von privater oder wirtschaftlicher Förderung. Denn die Auflagen sind eben oft verschieden, sehr verschieden. Deswegen erscheint mir eben auch die Funktion von Forschungsgemeinschaften, von Forschungseinrichtungen, die als Vermittler tätig sind, in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Ich denke, wenn man aus der deutschen Perspektive das etwa anschaut,
Der Stiftungsrat Deutsche Wissenschaft spielt, glaube ich, da eine ganz interessante Rolle. Und man könnte sehr wohl sich vorstellen, dass man wiederum auf studentischer Ebene, dass man da Modelle untersucht für Österreich, Modelle untersucht, die etwa angelehnt sind an das Modell der Studienstiftung, was ja in der Schweiz zum Beispiel, in der Schweizer Studienstiftung mit großem Erfolg angewandt worden ist. Und vielleicht ist dergleichen auch für Österreich von Interesse. Da hätten wir sozusagen die Möglichkeit, dass die Wirtschaft, dass die private Hand sozusagen durch diese Mittlereinrichtungen eine ganz spezifische Form von Förderung vornehmen kann, die dann auch anders distribuiert wird, als das sonst durch eine plane Art der Förderung durch private Hand möglich ist. Ja, ich glaube, Sie weisen völlig zu Recht darauf hin, dass es verschiedene Gestaltungsformen gibt, wie private Finanzierung für Forschung und Lehre an den Universitäten und Hochschulen nutzbar gemacht werden kann. Dieser Hinweis scheint mir sehr, sehr wichtig. Es ist ja nicht so, dass es jetzt nur Auftragsforschung im eigentlichen Sinn gäbe, sondern natürlich gibt es auch andere Gestaltungsformen. Und ich glaube, wir haben schon auch die Herausforderung, auch ein gewisses Mäzenatentum, eine Kultur des Stiftens für die Wissenschaft, für die Studierenden auch zu fördern. Und die Bundesregierung hatte die Absicht, gerade hier im Stiftungsrecht auch Anreize zu setzen, damit eben Mittel vermehrt auch dem Hochschulbereich zur Verfügung gestellt werden, die natürlich dann auch nicht notwendigerweise mit irgendwelchen Mascherln, Auflagen, Bedingungen verknüpft sein müssen. Ja? Also hier die Idee, auch private Mittel über die reine Auftragsforschung hinaus anzusprechen, indem man eben eine Kultur des Stiftens, des Förderns entwickelt, und zu dieser Entwicklung braucht es klarerweise auch Anreize, und die gilt es jetzt zu schaffen. Also dazu hat die ÖH-Bundesvertretung in Forum Hochschule ein Konzept entwickelt, wie mit Drittmitteln transparent und sinnvoll umgegangen werden kann. Und generell muss das oberste Ziel sein, dass Drittmittelgelder eben, wie schon vorhin gesagt, transparent und vor allem auch unabhängig vergeben werden können. Und da braucht es eine zentrale Stelle, die dann regional unabhängig die Mittel vergeben kann. Aber nur einmal, es ist nicht die Aufgabe der Drittmittelgeberinnen, den Staat von der Aufgabe zu lösen, die Hochschulen endlich auszufinanzieren. Man muss einfach sehen, dass in Österreich aus historischen Gründen es überhaupt keine Tradition von privaten Stiftungen gibt. Ja, in Deutschland gibt es die, weiß nicht, Volkswagen-Stiftung, Bertelsmann-Stiftung und, die auch durchaus nicht angewandte Forschung finanzieren. In Österreich gibt es dafür überhaupt keine Tradition, das kann man 150 Jahre zurückverfolgen, und also die Geschichte und die Ursachen dafür. Deshalb ist die Rolle der öffentlichen Hand auch so wichtig, weil eben dieses Zwischenscharnier zwischen der unmittelbar industriell und wirtschaftlich orientierten Forschung und der Grundlagenforschung, was die Finanzierung anlangt, weil so ein Scharnier, wie es eine Stiftung sein könnte, da bin ich ganz bei denen, die das vorher auch positiv gesehen haben, einfach nicht da ist. Und sowas zu entwickeln, ist sehr, sehr schwierig. Das wurde in den 60er, 70er, 80er Jahren überhaupt nicht angedacht. Jetzt in der Krise sowieso schwierig. Also man muss schon sehen, dass da eine größere Verantwortung der Öffentlichkeit und der öffentlichen Hand da ist, als in Communities, wo es ganz starke Stiftungen gibt, die wirklich erhebliche Teile auch von Grundlagenforschung finanzieren. Gut, der Minister Mitterlehner hat ja auch angekündigt bereits, dass im Fernsehen nämlich auch, also das ist durchaus Coram Publico, dass er die Stiftungskonditionen verbessern will und dadurch mehr Geld hereinbekommen will. Jetzt meine Frage, vor allem jetzt an den Vertreter der ÖH. Könnte es nicht sein, dass durch diese Fusion sogar eine Chance entsteht, dass eben der Wirtschaftsminister vielleicht ein stärkeres Standing im Sinne der öffentlichen Hand hat und dass gerade er es ja möglich machen kann, dass potenzielle Auftraggeberinnen für Forschung aus der Privatwirtschaft nicht zu viel inhaltlich dreinreden?
Ja, das werden wir sehen, aber Fakt ist eben, dass Herr Mitterlehner von der Wirtschaftskammer kommt und mit der Wissenschaft jetzt das erste Mal in Berührung gekommen ist. Er war selbst überrascht und ich glaube, wir müssen das ganz gut beobachten und es kann schon sein, dass Kontakte da sind, damit die Hochschulen besser mit Drittmitteln finanziert werden, weil der Bundesminister die Kontakte hat. Nur andererseits ist es halt trotzdem die Aufgabe des Staates, Bildung und die Hochschulen zu finanzieren. Und es kann nicht sein, dass man sich davon drückt und immer noch Auswegen sucht, damit man vom wahren Problem irgendwie wegschaut. Wahrscheinlich ist es ja auch so, dass von den bestehenden Institutionen, gerade auch eben hier in diesem Land, dass dem Wissenschaftsrat da eine ganz wesentliche zusätzliche Rolle zuwachsen kann, indem der Wissenschaftsrat ja Empfehlungen aussprechen könnte, die genau in diese benannte Richtung gehen, dass man versucht, klar auszumitteln, in welchen Bereichen die Drittmittelförderung bzw. die Drittmittelakquirierung tatsächlich staatliche Mittel zum Teil zumindest ersetzen kann und in welchen ganz offensichtlich nicht. Das vorhin angesprochene Beispiel mit Orchideenfächern und wie sich die Einschätzung dieser Orchideenfächer ändern kann, glaube ich, spricht für sich. Und wir haben das ja in der Tat in allen Ländern. Und was das Stiftungsverhalten angeht oder was den Anreiz für Stiftungen angeht, das ist sicherlich ein löbliches Unterfangen, das die hiesige Bundesregierung dies nun eben auch erleichtern will. Es ist in der Tat das Problem der verschiedenen Stiftungskulturen, wie das der Herr Rektor angesprochen hat. Und da gibt es ja auch ein Beispiel, als in der Bundesrepublik Deutschland die letzte Novellierung des Hochschulrahmengesetzes diskutiert wurde. Damals war ja der auslösende Anstoß eine Initiative des Landes Niedersachsen unter Thomas Oppermann, damals Wissenschaftsminister. Und er hatte vorgeschlagen, dass man einige, zumindest der niedersächsischen Universitäten, umstellt auf Stiftungsuniversitäten. Und das war genau ein Vorschlag, der zunächst begeistert aufgenommen wurde. Und man hat dann festgestellt, da fehlt jede Grundlage. Man kann Stiftungsuniversitäten nach dem amerikanischen Modell nicht einfach auf den Kontinent, den europäischen, verpflanzen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch in Deutschland nicht. Und in Niedersachsen wäre zum Beispiel die einzige Stiftungsuniversität, die man sich hätte vorstellen können, aufgrund der Alumni-Struktur, wäre wahrscheinlich Göttingen gewesen. Göttingen hatte sich aber interessanterweise aus dieser ganzen Diskussion von vornherein ausgeklinkt. Das heißt, man kommt, denke ich, mit abstrakten Modellen von außen, kommt man erstmal gar nicht sehr weit, sondern man muss genauestens ausloten, was ja offensichtlich auch passiert. Man muss genauestens ausloten, was Strukturen, die gewachsen sind, tragen können, was sie realistischerweise umsetzen können. Und dann eben sich überlegen, wo sind Partner außerhalb Österreichs? Ich denke, da spielen nicht nur die Forschungsverbünde eine große Rolle. Denken Sie zum Beispiel an die doch sehr erfreuliche Tatsache, dass es diesen auch Förderungsverbund gibt zwischen der Deutschen Forschungsgemeinschaft Österreich und der Schweiz, wo das Antragssystem eben dadurch erleichtert worden ist, dass man hier gewissermaßen in der unmittelbaren auch Förderung von kleineren Projekten Möglichkeiten hat, gemeinsam da entsprechend Mittel zu akquirieren. Das sind in der Tat staatliche Mittel, aber die dann sozusagen querzuschalten, kurzzuschalten mit zusätzlichen Drittmitteln, das scheint mir eine interessante Dimension zu sein. Und wie gesagt, nach meinem Dafürhalten und auch sicherlich im Kontext der bundesdeutschen Erfahrung ist der Wissenschaftsrat da eine ganz, ganz wesentliche Einrichtung, die man in dieser Hinsicht, denke ich, sehr aktivieren kann. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates in den letzten Jahren gibt es ja sehr, sehr viele. Bis jetzt hatte ich allerdings nicht den Eindruck, dass die Empfehlungen des Wissenschaftsrates sehr ernst genommen worden sind von der Politik. Ich formuliere es einmal ganz vorsichtig. Da gibt es jetzt vielleicht sogar einen Hoffnungsschimmer, dass das besser wird, weil natürlich die Kompetenz des Wissenschaftsrates unbestreitbar ist und da eine ganze Palette von sehr, sehr guten und vernünftigen Vorschlägen vorliegen.
Dasselbe gilt eigentlich für das Ziel, das Herr Wulz angesprochen hat, nämlich die 2% des BIP. Auch das höre ich schon sehr, sehr, sehr lange. Nur die Annäherung an dieses Ziel, die geschieht sehr, 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 sehr langsam. Also in diesen beiden Bereichen, also was die Kultur der Finanzierung anlangt und der Finanzierungsmöglichkeiten, das geht ja bis ins Steuersystem hinein. Man muss sich ja überlegen, das sind ja keine isoliert zu sehenden Bereiche, wenn man eine Stiftungssituation konstruiert quasi, sondern das ist ja eingebettet in ein Bündel an sehr komplexen, ich bin kein Jurist, aber sehr komplexen Sachverhalten. Das heißt, das ist wirklich eine Aufforderung, hier einmal wirklich was zu tun auch in diesen Bereichen. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage an Herbert Wulz. Dieses berühmte Ziel bis 2020, 2% des Bruttoinlandsproduktes für die tertiäre Bildung aufzuwenden, das ist ja auch in diesem Regierungsprogramm enthalten. Was allerdings fehlt, ist eine konkrete Roadmap. Es gibt keine konkreten Angaben für den Finanzierungsfahrplan. How comes? Ja, der nächste Schritt, der hier zu setzen ist und dem sehr wichtig sein wird, ist die Diskussion und Beschlussfassung über den Bundesfinanzrahmen. Diese Diskussionen stehen in den Monaten März, April dieses Jahres an. Und da sind dann eben hier entsprechende Pflöcke in die Erde zu rammen, damit wir auf diesem Weg vorankommen. Ja. Es ist schon richtig, da fehlt noch ein ordentliches Stück. Was ich für sehr wichtig halte, ist, dass auch die neue Bundesregierung sich eben zu diesem großen Ziel, zu diesem schwierig zu erreichenden Ziel, aber neuerlich verpflichtet hat. Und Minister Mitterlehner hat ja in seinen bisherigen Äußerungen keinen Zweifel daran gelassen, dass er sich nicht auch mit voller Kraft in Richtung einer besseren Finanzierung des Hochschulbereichs einsetzen würde. Also ich bin da zuversichtlich und wir haben in nächster Zukunft ja bereits die Möglichkeit, hier erste Schritte auch zu setzen. Das heißt, Sie plädieren für einen Vertrauensvorschuss, denn die konkreten Pflöcke, wie Sie gesagt haben, sind ja noch nicht in die Erde gerammt. Ja, anders wird es nicht gehen, aber wie gesagt, ich bin Optimist und ich glaube, dass das gelingen wird, hier Schritte zu setzen. Wenn man sich die Situation anschaut, wie ist sie? Wir haben eine sehr angespannte Situation der öffentlichen Haushalte auf der einen Seite und wir haben sehr große Finanzierungsbedarfe im Wissenschafts- und Forschungsbereich auf der anderen Seite. Wie war es in der jüngeren Vergangenheit? Es war doch so, dass wir auch eine sehr angespannte Haushaltssituation hatten. Und was war? Es ist gelungen, eine Hochschulmilliarde doch immerhin für die jetzt laufende Leistungsvereinbarungsperiode der Universitäten aufzustellen. Und jetzt kann man immer sagen, das ist alles noch zu wenig. Aber man muss doch auch sehen, dass in einer Zeit, wo in anderen Ländern massiv auch Wissenschaftsbudgets gekürzt wurden, es gelungen ist, doch einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und das macht mich optimistisch, dass es auch in der näheren Zukunft so sein kann. Die angespannte Situation sorgt jedenfalls für Spannung darüber, wie es weitergeht, nämlich wie es weitergeht mit den Universitäten, die nun zumindest ressortmäßig in Österreich ihre neue Heimat in der Wirtschaft gefunden haben. Wir sprachen heute mit einem Literaturwissenschaftler, einem Musikwissenschaftler und Zeithistoriker, einem angehenden Pädagogen und einem Juristen. Das war's für heute. Schauen Sie auch das nächste Mal rein bei Österreichs Universitäten.